DocSlam wollten wir erreichen, dass nach außen besser sichtbar wird, dass das Krankenhaus ein toller Arbeitsplatz ist, dass wir hier interessante Dinge machen, dass die Menschen, die hier arbeiten, auch inspiriert sind, ob der Dinge, die sie für die Patienten tun dürfen und auf vielfältige Weise darum geht, Menschen zu helfen und zu unterstützen. Ich bleibe einfach dabei, was ich kann. Ich zeige Ihnen, wie eine Notaufnahme arbeitet. Und ich zeige Ihnen, dass wir nicht nur Herz, nicht nur Hirn, sondern alles und vielleicht auch cool. Immer unattraktiv, Notaufnahme, da will keiner hin und alle meckern über die Notaufnahme, dass da nichts funktioniert. Und ich wollte einmal einen Blick hinter die Kulissen geben und sagen, so funktionieren wir, das machen wir und wir stellen uns auf sie ein. Indem wir jeden Tag 380 Patienten behandeln, also Zellnah 180, wir haben 380 jeden Tag. Super, hat Spaß gemacht. Am Anfang enorm aufgeregt, wie ich eigentlich selten vor Vorträgen bin. Und am Ende eine ziemlich große Freude, dass es mit diesem netten Team geklappt hat und dass auch ich dann gewonnen habe. Ich bin fest überzeugt, dass wir das auch über Harburg hinaustragen werden. Dass es für Asklepios selber und für die anderen Hamburger Krankenhäuser auch eine inspirierende Sache sein kann, die wir gerne mit den Kollegen teilen. Und kann mir vorstellen, dass es nächstes Jahr zum Beispiel heißt Harburg. Danke.